Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und sprüße euch herzlich zum neuen Manga-Erstsendung, der gleichzeitig gesponsert ist von der lieben manga-ecke.de. Falls ihr noch einen Händler des Vertrauens sucht, schaut unbedingt mal bei manga-ecke.de vorbei. Es ist ein super netter kleiner Online-Händler, super nettes Personal, alles richtig ratzi, rucki, zucki verschickt. Und ihr wisst, wie es läuft, diese unterstützen mich im Monat mit Manga im ungefähren Wert von 40 Euro. Und diesen Monat haben wir für euch Saturn Returns, also eigentlich sogar noch letzten Monat. Ich bin ein bisschen spät dran durch den Umzug. Aber ja, Saturn Return darf ich euch heute dank der manga-ecke.de vorstellen. Und ich war hier sehr, sehr gespannt drauf wegen der Autoren. Dazu nachher mehr. Erstmal halt der Inhalt. Und im Mittelpunkt steht halt unsere Hauptcharakterin hier, die gute Ritsuko Kaji. Kaji. Ritsuko Kaji, sorry. Die, ja, vor 5 Jahren, was meine ich, einen absolut krassen Bestseller-Roman geschrieben hat. Diesen hat sie allerdings nicht für sich selber geschrieben, sondern für ihren guten Freund Nakajima, der so ein wenig, ja, ich würde schon fast sagen, suizidal unterwegs war und halt einfach gewünscht hat, dass irgendwas zurückbleibt, was dafür sorgt, dass, ja, er halt existiert hat. Und ja, nach diesem Roman war die Freundschaft zwischen den beiden so ein bisschen, ja, unterkühlt gewesen, wird halt einfach aus den Augen verloren. Ritsuko hat sich dann nicht mehr wirklich bei ihm gemeldet. Und zu Beginn der Geschichte erfährt sie dann plötzlich, dass Nakajima sich nun, wie angekündigt, noch vor seinem 30. Lebensjahr das Leben genommen hat. Und nun sieht sie sich halt einerseits ein wenig damit konfrontiert, dass sie ihn eben nicht retten konnten. Und dazu hat sie jetzt auch noch einen neuen Redakteur, denn sie war so gesehen ein One-Hit-Wonder, denn nach Napland, hieß ihr Roman, hatte sie keinen großen Durchbruch mehr. Doch dieser neue, junge Redakteur will um jeden Preis eine Fortsetzung oder einen neuen Roman, irgendwas von ihr haben. Und ja, so begibt man sich ein wenig auf die Spuren hinter Ritsuko Kaji und ihrem Leben und auch dem von Nakajima. Und man fängt an, so ein wenig zu fragen, wer ist Ritsuko Kaji überhaupt? Und vor allem, ja, was sie eigentlich in Wahrheit für ein Mensch ist. Und ja, zu den Grundinformationen. Dieses Werk stammt eben von Akane Torikai. Das ist die Ex-Frau von niemand geringem als Inyo Asano, was man auch merkt, weil beides sind ein wenig in die eher depressiv gesellschaftlich kritischen Werke unterwegs. Also, ne? Und gleichzeitig ist sie auch noch die Autorin von einem Titel, den ich vor ein paar Monaten, was glaube ich, vorgestellt habe, und zwar Sensei Pious Lie, ein Titel, wo ich damals ja vormaßen eher so gemixte Gefühle hatte und dem ich jetzt gedacht habe, komm, hey, Saturn Return, vielleicht ist es ja besser geworden. Dazu gleich mehr. Saturn Return ist dabei in 10 Bänden beendet, kostet 8 Euro pro Band, erscheint beim Carlsen Verlag und ist halt übersetzt von Antje Bockel. Und erstmal halt, was gefällt mir daran? Erstens, ich finde das Thema wieder einfach interessant und vor allem auch hier wieder ein wenig schwieriger, weil klar, gerade Suizid, das ist ein Thema, da brauchst du richtig viel Feingefühl. Und ja, Akane Torikai hat es so wenig so aufgemacht, immer so schwierige Themen zu handhaben. Zum Beispiel drehte sich in Sensei Pious Lie um Vergewaltigung. Dementsprechend dachte ich da auch erstmal so, cool, habe ich Interesse dran. Und dazu halt, so viel kann ich vorweg sagen, das Artwork ist nochmal deutlich stärker als hierzu. Ich glaube, Sensei Pious Lie war so ein bisschen ihr Werk, womit sie überhaupt erst bekannt geworden wurde. Ich zeige euch einfach mal, so sah ihr Artwork damals aus. Okay, hat Persönlichkeit, ja, doch. Aber so sieht ihr Artwork jetzt aus. Das ist so eine enorme Verbesserung nochmal. Und hat nochmal so viel mehr Charme, Persönlichkeit, wie ihr es auch nennen wollt, mit so tollen Seiten. Ha, es macht Spaß, einfach das Artwork zu begutachten.
ich kann es nicht anders erklären. Es ist wirklich eine Stärke von Saturn Return. Aber der wahre Schatz von diesem Manga ist nicht das Artwork. Ich meine, das tut schon viel dazu. Oder die Autorin, sondern die Charaktere. Denn egal, ob nun eben unsere Hauptcharakterin Ritsuko oder der verstorbene Nakajima, der Koide, was der Redakteur war, oder sogar die seltsame Maki, es sind alles Charaktere, die schon in dem ersten Band von 10 überraschend viel Persönlichkeit haben, dass man sich bei allen so ein bisschen denkt, der Charakter könnte interessant sein, und sie sind eigen und sind alle, man weiß nie so ganz, was ist eigentlich das wahre Motiv von den Charakteren. Auch zum Beispiel Ritsuko, warum hat sie sich danach nicht mehr wirklich bei ihm gemeldet? Was ist eigentlich mit der Beziehung von ihr und ihrem jetzigen Freund? Weil es ist vieles nicht so, wie es scheint. Aber auch Nakajima, warum hat er sich das Leben genommen? Warum ist Koide so hinterher? Und was hat es eigentlich eben mit Maki auf sich? Aber die ganz klare Stärke ist wirklich sogar Ritsuko. Also wirklich mit Abstand ist dies ein Charakter, die hat im ersten Band schon, finde ich, gewisse Vielschichtigkeit, also dass man so denkt, okay, man lernt ein bisschen mehr über sie kennen. Gleichzeitig behält sie so ein wenig das Mysteriöse bei, dass man sie mehr kennenlernen will. Also wirklich, du hast den ersten Band gelesen und hast dir dann gedacht, der Charakter ist interessant, keine Frage, aber ich glaube, ich kenne ihn noch nicht so wirklich. Und das liegt auch daran, dass Ritsuko Kaji eine, Lügnerin ist. Sie lügt. Das wird schon im ersten Band offenbart. Und dadurch hat sie in der Geschichte so ein wenig schon fast eine Rolle ähnlich zu einem unreliable Narrator. Dass du nicht so 100% ihren Aussagen glauben kannst. Die Geschichte wird sehr stark durch ihre Aussagen gelenkt. Ja, dass man viele Sachen erst durch sie erfährt, man aber schon im ersten Band sich so denkt, stimmt das so? Stimmt das wirklich so zu 100%, wie die uns das jetzt eigentlich erzählt, so in den anderen Charakteren? Und das macht es interessant, weil man dadurch einfach eine Geschichte hat, wo man sich konsequent denkt, es könnte wirklich alles so sein, wie es scheint, aber eben auch nichts so sein, wie es scheint. Und ich wette mit euch, da erwarten uns noch einige schöne Plot-Twists. Da freue ich mich wirklich einfach drauf. Ich meine, man will einfach mehr wissen über die Charaktere. Und ich hoffe halt sehr, dass Akane Torikai es nicht verkackt wie bei Sensei Pious Lie. Sensei Pious Lie hatte richtig gute Momente, aber eben auch einige Tiefs, und ich hoffe halt sehr, dass nach all den Jahren Akane Torikai noch besser im Erzählen ist. Aber ich muss auch ein, zwei Sachen, ein wenig bemängeln. Zum einen, die Übersetzungen sind, finde ich, stellenweise ein wenig hölzern, beziehungsweise eigen bis hin zu interessante Wortwahl, zum Beispiel anstelle von oh ja, ich sehe in ihnen einen Rohdiamant, wie man es eigentlich sagen würde, zum Beispiel sagen, ich sehe in dir einen Rohedelstein. Okay. Interessante Formulierung, das ist so, finde ich, im kompletten ersten Band immer mal wieder so ein bisschen das Problem, dass ich mir gedacht habe, die Formulierung fühlt sich nicht so richtig an, und dann das Pacing ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Ich finde, man hat beim Lesen kein gutes Gefühl von der Zeit innerhalb der Welt. Das heißt, man hat nicht so das Gefühl, dass man weiß, jetzt ist so und so viel Zeit vergangen zwischen Kapitel 3 und 4, keine Ahnung. Sondern ein wenig, man ist ein bisschen lost schon fast. Ich finde, da könnte die Autorin noch ein wenig besser dran arbeiten. Ich finde, das hatte sie zum Beispiel bei Sensei Pious Lie deutlich besser gemacht. Und ich weiß nicht, ob es einfach nur ein Ich-Problem ist oder ein Problem des Manga. Ich finde, es ist manchmal ein wenig schwer zu verstehen, wer eigentlich gerade spricht. Also ich kann die Sprechpausen nur in dem Werk, in dem Fall, nur sehr schwer zuordnen. Aber
als mein Fazit. Sensei's Pious Lie ist auf jeden Fall ein Titel, der sehr viel verspricht. Vor allem eines, Mystery und einige schöne Plot-Twists. Wahrscheinlich noch ein bisschen Gesellschaftskritik mit reingemischt. Ich meine, das ist die Ex-Frau von Inio Asano. Auch Sensei's Pious Lie war Gesellschaftskritik. Wenn auch an einigen Stellen eher etwas, naja, umgesetzt. Dass ich wirklich sagen würde, schaut in Band 1 rein. Band 1 kriegt von mir ganz klar eine sehr fette 8 von 10. Ich hab Bock auf Band 2. Das Artwork ist halt auch noch... Ah, ich hab den ersten Band halt einfach verschlungen. An dieser Stelle auch nochmal ein fettes Dankeschön an die manga-ecke.de. Ohne die diese Rezension nicht zustande gekommen wäre. Vielen herzlichen Dank. Schaut unbedingt bei ihnen vorbei. Nun möchte ich natürlich von euch wissen, was haltet ihr von Saturn Return? Der ist jetzt schon etwas länger auf dem Markt. Ich hänge ein bisschen hinterher mit meinen Rezensionen, ich weiß, aber ich stress mich da jetzt nicht groß. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und ciao!